Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom 2016, sorry. Ach ja. Wir versuchen es nochmal heute. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert, das nehmen wir mit. Hier nochmal. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn das nicht klappt, jetzt die Folge, dann versuche ich das Level mal anders nochmal, weil dann ist einfach meine Konzentration jetzt gerade zu niedrig. Die haben wir voll, ne? Fehlt uns noch der zweite. Nein, sie hat uns schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wie sieht das denn eigentlich jetzt aus? Also ich muss sagen, wir brauchen jetzt an der Stelle schon so lange. Ich wäre jetzt bereit, die Schwierigkeit runterzustellen. Das kann ich einfach so on the fly. Okay, dann stellen wir das jetzt für die Stelle hier einfach mal runter. Es sieht mir irgendwie nicht so aus, als wenn das sofort packt. Hat er das jetzt runtergestellt? Tatsache. Ich vertraue dem Spiel mal, dass es das getan hat jetzt gerade. Merkt davon vielleicht gleich was? Ich weiß es nicht. Dürften ja dann weniger Gegner sein, wenn das funktioniert. Schätzungsweise. Okay, das sieht mir nicht so aus, als wenn das gepackt hätte. Oder ich nehme weniger Schaden. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Hallo! Okay. Ja doch, ich glaub schon, oder? Ich finde es jetzt gerade auf jeden Fall einfacher, das kann ich sagen. Okay, ich bin gespannt. Wenn wir es jetzt auf Anhieb schaffen, dann ist es auf jeden Fall der andere Schwierigkeitsgrad. Okay, das war einfach.
Das wirkt schon... Doch, doch, das dürfte hinhauen. Auf jeden Fall. Dann setzen wir es aber danach wieder hoch. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Okay, alles klar. Dann haben wir damit die Stelle hier überwunden. Dann gehen wir hoch. Jetzt wieder hier hin, sagen wieder ultra brutal und dann dürfte der das hoffentlich danach wieder richtig skalieren. Gucken wir mal, ob wir hier hinten das mitnehmen können. Okay. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier cool. Entlang, bitte. Wo sind meine Waffen? Übrigens, hier hat man das Gefühl, oder nein, was euch hier auffällt, ist jede Menge Tiering. Darf ich euch kurz sagen, das liegt nicht an meinem Rechner, ihr habt ja sonst kein Tiering im Spiel. Das Tiering hier ist scheinbar durch die Bewegung von ihm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Helixstein, okay. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Mhm. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Mhm. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Okay. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Mhm. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. Alles klar, dann gehen wir auch wieder. So, und schwupps, ist er weg, hört das Tiering nämlich hier auf. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist mir auch schon in meinem ersten Playthrough aufgefallen. Das ist auf jeden Fall spielbedingt. Und nicht rechnerbedingt oder einstellungsbedingt. Da habe ich mich nämlich auch sehr gewundert. Die Drecksviecher. Ja, dann machen wir hier die Schleuse ab. Na, dann machen wir hier mal wieder Party. Weg mit dir, du Homo-Fürst. No offense.
Tschüss. Da ist noch einer. Bam. Und tschüss. Ah, und diese herrliche, unerschütterliche Ruhe. Okay. Wenn wir dann einen Waffenpunkt erhalten, 2 Stücke, das bringt uns noch nichts. 3. Das ist eigentlich nicht so cool. Das hier wäre schön. Eigentlich dämlich, das jetzt zu nehmen, aber hey. Na gut. Wir können jetzt da runter. Wir können auch hier lang. Glaube ich. Hoffe ich. Na. Na. Hier, da will er sich nicht festhalten. Schreit ihr nur so viel ihr wollt. Haha. Okay, alles klar, hier geht's wieder hoch. Na. Wo auch immer das jetzt ist. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Da müssen wir hin. Nehmen wir mal das hier. Ja, man kriegt immer durch diese grünen Sachen, kriegt man immer sehr gut angezeigt, wo man hin muss. Das ist auf jeden Fall so. Denn überall, wo man hochklettern kann, ist es normalerweise dieses grüne Symbol, was einem das symbolisieren soll da. Da ist noch ein bisschen Lebensenergie. Hineinzoomen. Das nehmen wir. Ja, das ist cool. So, hepp, hoch. Und einmal hier zurück. Wunderbar. Dann sind wir hier oben. Boah, da war einmal gerade das Spiel festgefroren, da habe ich ein bisschen Angst gehabt.
Da habe ich gerade tatsächlich Angst gehabt. Meine Güte. Jetzt nicht nochmal hängen bleiben. Okay, das ist der andere. Dann wird es wohl genau hier weitergehen. Einmal aufladen. Okay, das war blöd. Okay. Dann müssen wir ein bisschen gezielt daran gehen. Oh, da sind wir trotzdem gestorben. Blöd. Okay, also das bringt gegen die auch nicht so viel. Ah, die Mankobus sind halt echt immer richtige Badass-Motherfucker. Holen wir erstmal die restlichen weg hier, würde ich sagen. Ja, eliminiert ist anders, würde ich sagen. Okay. Hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Nur ein PDA. Oh, BFG 9000. Die sieht interessant aus, die will ich gerne haben. Gucken, ob wir die denn kriegen dürfen. Da müssen wir hin. Retina-Scan fehlgeschlagen, Zugang verweigert, gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Mhm. Die fehlt uns. Da brauchen wir noch mit Sicherheit wieder irgendwie irgendeinen Korpus oder so, der hier irgendwo liegt. Würde ich denken, weil das so wie ein Retina-Scanner oder sowas aussieht. Komm, wir nehmen einfach mal den ganzen Oberkörper mit. Warum auch nicht? Stark genug sind wir ja sowieso, ne? Und dann packt man sich mal eben so den Oberkörper ein. Zutritt gestattet. Hallo, Dr. Peters. Biometrischer Fehler entdeckt. Scanvorgang. Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Oh. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Mhm. Aktiviere Lasersicherheitssystem. Okay.
Okay, da muss es nochmal hochfahren, glaube ich, damit wir den Rest kaputt machen können. Haha. Na, nimm sie. Und wir haben die BFG 9000. Schön. Hierbei auch eine Sonderwaffe. Da muss ich auch nochmal gerade gucken. Wo hatten wir denn die BFG nochmal? Moment, da muss ich mal ganz kurz nachgucken, weil die werden wir auf jeden Fall auch mal benutzen. BFG ist auf T. Ah, okay, alles klar. Gut, gut. Begeben Sie sich bitte zum Lazarus-Aufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Ja, alles klar. Begeben Sie sich bitte zum Lazarus-Aufzug. Das prophezeit auf jeden Fall was. Ja, komm. Na komm. So, weg mit euch. Oh nein, und hier geht gleich das nächste los. Präsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Gut. Ich muss mal schauen, weil ich jetzt eigentlich keine Zeit habe, das weiter aufzunehmen. Schau ich mal, ansonsten spiele ich das nächste Mal wieder bis zu der Stelle und dann sehen wir uns hier wieder mit vielleicht anderer Lebensenergie und anderer Munition. Aber ansonsten, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr das Video gefallen, wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Doom 2016. Bis dahin, tschüss!